herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Ark Survival Evolved. Wir beginnen. Wir zum zweiten Mal vorgestern schon mal gespielt. Da hatten wir aber eine Karte, wo alles war komplett resettet wurde. Dadurch, dass ich damals vor einem Jahr ungefähr gespielt hatte, die nicht veröffentlichte Version. Jetzt ist die veröffentlichte Version, kommt die neue Dinosaurier drin. Das ist komplett neu. Hier auch dieser Bildschirm, weil das blaue hier. Alles komplett neu. Und ich find's geil. Also ich find's ehrlich gesagt richtig, mega geil, so wie es gerade ist. Wir machen jetzt mein Überleben. Wir heißen nicht mehr Joe, letztmäßig Joe. Wir heißen natürlich genauso wie mein Kanal heißt, Darklight LP. Macht Sinn. Sollte auch so sein. Hautfarbe. Kein Busch. Oder so. So. Leicht von. Dann spüren wir noch. Haarfarbe. So ein bisschen freundlich. Augenfarbe grün. Blau. Kopfgröße. Wir müssen ja keinen schönen Deck machen. Mit obere Sichtgröße. Eine Oger oder was? Machen wir den aber normal. Runter. Hä? Ich hab doch gerade auf runter gedrückt. Geil. Ey, das ist ja jetzt schon witzig. Komm, lassen wir aber ein bisschen normal. Kopfweite. Naja, mehr oder weniger noch Kopfhöhe. Voll. Also das lassen wir. Schultern. Das finde ich auch sehr gut. Da. Wir können jetzt so ein bisschen die Brust und Schultern durchbreiten. Hüfte. Breite. Boah, so ein bisschen. Durchtrainiert da, ja. Ich will das auf jeden Fall in die Karte passen. Ja, lass mal so. Und Tiefe. Wenn er sich überhaupt hat. So, hier der Bauch. Gedrückt oder raus. Ja, mach, lassen wir nochmal. Die Hände. Riesige Hände. Wir können ja witzigerweise mal riesige Hände machen. Die Armlänge lassen wir so. Da. Ulal. So ein bisschen Muskeln. Hier, tschakka, tschakka, was ist da los? Ja, das sieht bescheuert aus. Riesige Muskeln, dann so Stäbchenarme, genau. Ich habe jetzt schon Spaß. Weil. Normal. Oberschenkel könnte ruhig ein bisschen durchtrainiert sein. Bart auch so ein bisschen. Riesige Füße. Wenn wir riesige Hände haben, brauchen wir auch riesige Füße, Leute. Wie geil ist das denn? Gefällt mir, gefällt mir. Ich hätte noch gern so ein... Da... Nein, alles klar. Ich hätte noch eine andere Frisur gerne. Kann man die hier auch machen? So ein andere... Haar. Anderes Haar, sag ich. Los geht's. Wenn ich den richtigen Knopf wollen wir jetzt nochmal ausmachen. Wir sind in der Welt der Dinosaurier. Level 1. Wenn jetzt ein Raptor direkt kommt, sind wir tot. Wir sind auf einer Insel gelandet. Irgendwo hier oben rechts. Genau die Stelle, wo wir auch mit dem alten, wo wir vorgestern versucht haben, uns aufzubauen. Finde ich cool. Dann weiß ich nämlich, wo ich hin muss. Und dann weiß ich auch, wo der T-Rex direkt hier in der Nähe ist, wenn der hier jetzt auch ist, weil jetzt spawnt ja alles ganz anders. Kann er jetzt sein. Schon Level auf.
werden schneller. Cool, cool, cool. Wir haben schon das erste Level. Ging schnell, würde ich sagen. Ein Steinchen aufsammeln? Jawohl. Level up. Was brauchen wir? Gewicht auf jeden Fall. Eine Axt. Ein Speer. Cool, die Die Steinspitzhacke hätten wir schon von Axt gehabt. Jetzt haben wir schon keine verfügbaren Punkte. Vorher hieß das immer Engram Points. Jetzt heißt es verfügbare Punkte. Finde ich nicht immer schlecht. Wir gehen jetzt in die Herstellung. Sonstige. Engram Notiz schreibt in einen Text. So. Toll, brauche ich nicht. Nahkampf. Steinspitzhacke können wir sogar schon bauen. Hier fehlt uns ein Feuerstein-Stroh. Und wir schon wieder ein Level. Was ist hier los, Leute? Also nur am Anfang jetzt so. Stoffhose, Feuer, Stoff, Hemd. Kann ich mir doch leisten, oder? Genau. Brauchen wir. Hä? Ich hab doch gerade Spitzhacke gebaut. Sag ich doch. Machen wir jetzt auf die 1. Dann können wir immer, wenn wir die 1 drücken, jetzt schön der Spitzhacke aufbauen. Verbrauchen natürlich dabei auch Energie. Dürfen wir nicht vergessen. Wir laufen wieder da hinten in die Richtung. Schon wieder ein Level up. Wir laufen zwar diesmal nicht ganz genau. Wir laufen ein bisschen weiter links, als ich mich das letzte Mal aufgebaut hatte, weil ich nicht gemerkt habe, dass da die Ebene ein bisschen behindert ist. Feuerstein müssen wir einmal hier drauf hauen. Okay, ich auf den Stein. Nette Blödes zu treffen. Genau, dann können wir jetzt nicht eine Axt noch bauen. Und ein Speer auch gleich. Eine Fackel sogar. Obwohl, wird. Na doch. Ah, jetzt brauche ich 2 Stück, egal. Egal. Lieber 1 zu viel als 3 zu wenig. So. Axt auf die 2, Fackel auf die 3, Speer auf die 4 zum Verteidigen. Sehr gut. Bedeutet natürlich jetzt, dass wir nicht wie vorgestern uns direkt ein Holzhaus bauen können, sondern erstmal ein Strohhäuschen anfangen. Nein, ich will kein Strohhaus. Ich hasse Strohhäuser. Sag ich ganz ehrlich. Dinger fallen beim Pusten schon aus. Dürfen wir jetzt natürlich nicht so viele Sachen hier abbauen, weil ich will, bevor ich auf Gewicht gehe, erstmal gerne Schaden hoch machen. Dann haben wir das Problem, dass wir weiterkommen. Ja, Foundation können wir schon bauen, eine Tür bauen, dann hört es schon wieder auf. Brauchen wir wieder ein Level up. Da brauchen wir das nächste Level up. Wir bauen jetzt den Stroh uns aber schon mal aus. Wir können es ja dann direkt nochmal überschreiben, sozusagen. Was heißt überschreiben? Damit meine ich, dass wir dann einfach drüber bauen können, dann passt das. Dieser Schlafsack brauchen wir leider auch. Einfach aus dem Grund, weil du brauchst den Lederschlafsack, um später ein Bett zu bauen. Wenn man bestimmte Sachen bauen will, muss man vorher etwas bauen und also was erlernen, zum Beispiel, ich muss erlernen, einen Bogen zu haben, dann kann ich Pfeile machen. Und wenn ich dann die Pfeile habe, dann kann ich erst besondere Pfeile draus machen. Also ich kann jetzt nicht direkt die besonderen Pfeile, wie zum Beispiel Narkotikpfeile, ich weiß gar nicht, wie die genau mehr heißen. Aber das sind so Narkotikpfeile, die kannst du dann craften. Das hat den Vorteil. Hä? Vorteil, dass du dann das dann halt erlernt hast und darauf ausbauen kannst, also modifizieren sozusagen. Du musst immer das Grundgerüst haben und daraus kannst du es modifizieren. Und hier hatten wir schon unseren ersten Solo-Level 16. Wenn wir jetzt noch nicht sehen. Hinten sind schon 3 Hörner. Cool. Hallo 3 Hörner. Wir werden uns jetzt erstmal anziehen.
Also, wir werden auf jeden Fall so ein Triceratops relativ schnell zähmen, so in Folge 5. Erst werden wir uns unser Haus ein bisschen aufbauen und dann werden wir schon Triceratops zähmen, der uns verteidigen soll. So stelle ich mir das vor. Ich hätte gern einen Stego, aber der wird zu schwer sein jetzt hier mit dem Level, mit der Ausrüstung. Ja, da sind wir nicht mal ganz nackig. Cool. Was bauen wir? Foundations. Foundations. Strukturen ist das. Oh, genau. 5 Stück und eine Tür. Sollte ausreichen. Und dann haben wir das nächste Level ab. Und dann machen wir ein bisschen Schaden. Ich will auf 110% Schaden. Strohtür brauchen wir. Kisten brauchen wir auch ganz viele. Steinschleuder können wir eine machen. Wenn wir jetzt genügend Punkte haben, dann können wir nämlich die Dinos schneller zähmen. Besser als wie mit der Hand als zu boxen. Macht Sinn. Schon über. Ja, was haben wir denn alles jetzt dabei? Ach so, 5 Stück von euch. Toll. Toll. Können wir mit dem Holz schon mal was anfangen? Nee. Können wir ein Lagerfeuer bauen? Baublankiste, da fehlen jetzt die Fasern. Koche, Lagerfeuer, da fehlt der Stein. Aber der Stein haben wir ja direkt vor uns. Sollte jetzt reichen, dann bauen wir das wenigstens. Vielleicht reicht es ja dann auch, um ein bisschen wieder rumzulaufen. Hinzugefügt Lagerfeuer, reicht natürlich. Dann weg mit dem Holz. Müssen wir es halt nochmal sammeln. Auch egal. Und dann am einfachsten ist, wenn man. Am Anfang haben wir jetzt hauptsächlich nur Beeren, die wir futtern. Natürlich die Beeren so hier reinmachen, dann können wir die machen. Hier haben wir so einen kleinen Moschkops. Heißt der Moschkops? Ne, Lystyrosaurus. Moschkops sind die fetten Robben. Da hinten ist schon der erste Bondo, der ist mega groß. Wir laufen ja da jetzt auf jeden Fall erstmal hin und suchen uns eine Location für die. Hä? Ich hab grad was gesucht. Welches Level hast du eigentlich? 36. Zu niedrig. Zoom-Setzung, Platz für die Location. Hier vor dem Baum sieht schon richtig geil aus. Das Problem ist, ich habe mich hier, glaube ich, hier irgendwo an dem Strand rechts aufgebaut. Und dann hatte ich das Problem. Das in der Boden nicht eben, das kannst du nicht richtig bauen. Ich habe mich nicht hier aufgebaut. Oder kann man nur quasi nach vorne über den Strand bauen? Aber ich will zwar noch jetzt am Anfang noch keine Riesenbase bauen, aber ich will eine relativ große Base haben. Und da drüben sind die ersten Pickvögel, die sind gefährlich. Diese Terrorbirds sind gefährlich. Also müssen wir uns wohl oder übel hier aufbauen. Wir haben natürlich das Glück, dass der Bronto uns ein bisschen beschützt und hier sieht es trotzdem anders aus wie bei mir vorhin. Also früher hin heißt jetzt der, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe. Drüben ist der. Nö, bauen wir uns aber trotzdem jetzt hier auf. Nö, nö, bauen wir uns einfach mal auf. Weil ich will jetzt nicht zu nah an den Terrorbots gehen. Können wir nämlich gleich hier wieder alles aufbauen. Das sind jetzt die Foundations, die müssen gesetzt werden. Ihr seht, was ich gemeint habe. Das machen wir später mit dem Holz. Einfach mal über unser Ding bauen. Dann kriegt man nur die Hälfte der Rohstoffe, die man verbraucht hat, zurück. Aber wenigstens verbraucht was zurück. Ja. Das baut sich halt immer auf. Erst so eine kleine Windhütte, so eine Strandhütte, sage ich mal, aus Stroh, dann Holz, dann Stein, dann Metall. Yeah, und das nächste Level. Also am Anfang geht hier zügig, solange man weiß, was man halt machen muss, direkt ein bisschen craften, noch nicht so umschauen. Mit Craften kriegt man am Anfang wirklich sehr gut die Level raus. Später wird es natürlich dann mit Craften schwieriger, da muss man halt wirklich gucken, wie man
die Level-Ups noch hinbekomme. Passante. Meistens dann über Alpha-Dinosaurier töten oder sowas. Da gibt es dann auch viel. Oder halt haufenweise Narkotics machen, dass man sich mit Dinosaurier zähmt. Dann diese Narkobären hier, die schwarzen da unten. Dann weiterverarbeiten Narkotics, die dann halt weiterverarbeitet in Teile, bessere Schlafmittel und so weiter. Gibt es auch immer so ein bisschen, aber das summiert sich dann halt, wenn man 800 Stück auf einmal macht. Probiert sich dann alles. Schön die Hand hier. Ich habe natürlich viele Bären dabei, die das Gewicht jetzt ein bisschen hoch machen bei uns. Deshalb brauchen wir jetzt bald eine Kiste. Und ich hätte blöd, dass wir jetzt das Holz weggeschmissen haben. Gut an den vielen Narkobären, dass man jetzt nicht mehr bewegen kann. Toll. Ne, das Gute ist jetzt natürlich dann da, dass wir relativ schnell ein Pflanzenfress ausnehmen können. 12, 13 Stück soll da eigentlich schicken, dann wäre das Haus groß genug, würde ich sagen. Oder? Wir hauen uns jetzt mal die gelben rein, damit wir die 9 Kilo auf jeden Fall sparen. Auch 20 Stroh, 6 Holz. So. 134,5. 136,9. Toll, wir bekommen mehr Gewicht dazu. Super. Ich hätte gerne noch ein Level up. Ach ja. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das ist klar. Wir hatten 3 Level ups sogar. Hier sind nämlich schon die Narkotik. Mörser und Stößel brauchen wir dafür, um die zu machen. Schräge Strohdach, so würde ich jetzt erstmal nicht bauen. Das brauche ich aber, glaube ich, wenn ich dann ein Holzding baue. Einfaches Bett. Brauchen wir. Weil das andere spawnt dann wieder weg. Kompass bringt uns nichts. Holzknüppel. Brauchen wir ein Holzknüppel? Ja, ist besser als. Also wir brauchten, hier steht's ja, für den Holzknüppel brauchten wir dann den anderen Knüppel, aber ich glaube, ich jetzt gerade hier. Okay. Als nächstes seht ihr schon, Bogen, Steinpfeil, das brauchen wir, das ist besser als unsere Schleuder, die wir jetzt noch nicht benutzt haben. Und dann haben wir hier schon die Stein, die Holzfoundation, sowas, die brauchen wir auch auf jeden Fall. Also das werden wir noch alles brauchen. Können wir nicht unser Bett gleich richtig schön. Ja, jetzt sind wir natürlich mega weit weg von unserer Base. Boah, der Porto sieht schon mega geil, dass wieder gerade so riesig da langläuft. Gute ist natürlich, dass der nicht unsere Foundations sowas kaputt machen kann. So schön ist natürlich, aber auch wieder nicht auf die Uhr geguckt. Die Terrorbots leben immer noch. Und sind die Lophosaurier. Das kleine Dreckspie daneben, das sind die Lophosaurier. Die hierher kommen, haben ein Problem. Und da drüben, ich weiß gar nicht, was da gerade läuft. Auf der anderen Seite, ich sehe das da links, das hüpft gerade über die Luft, was aber eigentlich ein Stein ist, da ist er jetzt einfach drüber gelaufen. Meine sind Parasaurier. Ja. Jeder. Das nennt man Auge. Wir haben ja noch kein Bett. Also im Moment würden wir irgendwo spawnen. Die Base wäre einfach weg. Was jetzt aber auch nicht ganz so schlimm wäre, weil die Strohbase ist relativ schnell wieder zusammen. Gesucht. Huch, jetzt wieder über das Badding gebaut. Na toll. Also einmal kann es passieren, zweimal soll es nicht passieren. Toll, toll, toll. Fand ich cool, dass wir direkt zum Wasser bauen. Weil wir später eine Wasserleitung legen wollen. Und da werde ich dann nicht so einen weiten Weg machen. Da kann ich dann vielleicht aufmachen, vielleicht noch ein bisschen ran machen. Oder so über das Wasser.
Das wäre natürlich auch geil, wenn wir das schaffen, hier so übers Wasser zu bauen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, oder später aus Holz machen, dann so ein Loch reinmachen und dann so wie so ein eigenen Wasserbehälter aus einer Röhre dann hier cool. Carabot, ich lese nicht. Also, die Terrorbots greift nicht den Bronto an. Das heißt, dass die hier irgendwo noch sein müssten. Weil Raptoren greift die auch nicht an, weil die einfach tot gehen würden, wenn sie angreifen. Deshalb macht die auch Sinn. Nächstes Level. Ja, wir reparieren gerade das Ding. Ich habe es einfach jetzt nochmal auf die 1 gedrückt und repariert das quasi wie von alleine. Hat schon seinen Vorteil. Hasen schon wieder leer. Also ich würde schon noch gern zu 3 Reihen nach hinten gehen. Was wollten wir jetzt bauen? Achso, Bogen und Pfeil. Toll. Oder auch nicht. Wir brauchen eine Steinschleuder. Zur Steinschleuder kann man dann den Bogen. Hä? Ich hab doch die Steinschleuder, bist du bescheuert? Dann machen wir das. Benötigte Engrams Steinschleuder. Steinschleuder. Also ein bisschen verpackt ist es immer noch das Spiel. Weil wir haben eine Steinschleuder. Also wir haben sie noch nicht gebaut, aber wir hätten sie theoretisch. Und dann gucken wir mal, dass wenn sich so ein Triceratops nämlich dann verpackt, dass wir den ein bisschen mit dem Knüppel oder sowas dann draufhauen, heben, der uns dann von den Dilophosauriern vor den Terrorbirds auf jeden Fall beschützt. Weil die Ecke hier ist zwar jetzt nicht so gefährlich, aber hier kann dann auch ein T-Rex vorbeikommen. Umso südlicher ist, umso einfacher ist es eigentlich. Umso weniger gefährliche Tiere sind da. Wir sind hier ziemlich nördlich, weil wir ziemlich nah den Bergen bauen wollen, um das Metall abzugraben. Das hat Vor- wie Nachteile, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Also jetzt die ersten 20 Folgen geht es hauptsächlich um Base zu bauen, hier zu craften, craften, craften und halt schon mal die ersten 2 Drecken zu sehen. Könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, dass wir hier irgendwo im Raum stehen und den hauen. Das ist auf jeden Fall in den ersten Folgen relativ häufig. Und die Level-Ups am Anfang sind die halt noch relativ viele, das nimmt dann auch immer der Zeit. Ja, jetzt geht auf einmal der Bogen. Aha. Holzdach geht. Dafür brauchen wir nämlich 6 Holz. Gut. Sehr schön. Der Triceratops, denn werden wir nicht angreifen. Erstens glaube ich, dass der uns tot haut. Zweitens ist sowieso der auch, selbst wenn er jetzt ein scheiß Level. Nein! Der hat mich gesehen, gell? Scheiße! Level 41, wir sterben. Ich wollte mich gerade sagen, weil der wird uns ein bisschen retten. Und das Vieh springt einfach über den Stein. Willst du mich verarschen? Und wir haben noch kein Bett gebaut, deshalb tun wir jetzt irgendwo zurückkommen. Aber da ist der Berg, an dem werden wir uns jetzt immer richten. Also wo der Berg ist, da sind wir ja schon mal in der Nähe. Wenn man jetzt tot ist, kann ich euch auch direkt zeigen.
Letztes Mal habe ich versucht, mich irgendwo in der Nähe von dem Eisberg das erste Mal aufzubauen. Da war ich in der ersten Session bestimmt 30 Mal. Ich habe gerade Angst, dass da vorne ein Raptor stand. Weil man muss ja versuchen, sein, haha, ausgewichen, seine Leiche quasi zu finden. Und dann kriegt man seine Sachen zurück. Man hat natürlich jetzt nur eine gewisse Zeit, so ich sage jetzt mal 5 Minuten oder 10 Minuten, dann ist die weg. Und der Raptor ist stärker als die Terrorbird, der hätte uns jetzt auseinandergenommen. Gut, dass der uns gesehen. Ich hätte mich aber jetzt im Busch sterben lassen sollen. Irgendwo steckt. Und hier haben wir schon jetzt den, was ich da meinte. Da drüben ist er. Der Terrorbot greift ihn an und er ist verbuggt, weil er kommt hier nicht mal raus, aber er hat ein scheiß Level. Dass wir eventuell ihn holen. Und der Terrorbot macht bei den Triceratops fertig. Jetzt ist die Frage, hinter welchem Stein ist meine Leiche? Jetzt ist der Terrorbot der Sieger. Jetzt hat er gerade den Triceratops gefressen. Schlecht für uns. Wir wollen auf jeden Fall unsere Ausrüstung noch zurück. Meine Hoffnung ist jetzt, dass der Triceratops jetzt gegen ihn gewinnt, auch wenn er nur Level 13 ist. Aber er ist auch kaum angeschlagen. Also, das ist ein Level 41 Vieh, der hat schon einiges drauf. Hier sind unsere Leiche. Wäre schade, wenn alles weg ist. Also, jetzt hier am Anfang ist es noch nicht ganz so schlimm. Später ist es gut, wenn man alles findet. Einfach aus dem. Und weil, wenn man irgendwelche seltenen Sachen findet, die dann auf einmal weg sind. Gerade wenn es dann so legendäre Sachen sind. Da geht dann der Grund. Der Arsch auf Grundeis, der Grund auf Arsch. Da regnet sich dann. Und dann ist vorbei. Aber es gibt so Sachen, die droppen vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 2-3% und wieder weg ist. Mega ärgerlich. Und der Terrorbot. Schön, dass er jeden hier einfach mal tötet. Freue ich mich drauf. Dass er auch in unserer Base hier so schön in der Nähe ist. Da ist noch ein. Freut mich genauso. Wir bauen jetzt einfach erstmal ein bisschen weiter. Wir versuchen jetzt so eine Wand dann jetzt gleich hier hochzuziehen als nächstes. Nein! Er hat mich. Er kommt aus dem Nichts, dieses Scheißvieh. Also, zweimal tot in der ersten Folge. Ui. Hä? Ich will keinen neuen machen. Genau, ich bin mein. Genau. Wir holen jetzt unsere Sachen zurück und dann war's das mit dieser Folge. Hä? Wo bin ich? Wo ist der Berg? Da ist die Insel. Wir sind, glaube ich, ein Stückchen weiter jetzt hin. Ich will auf jeden Fall meine Sachen zurück. Jetzt der Raptor das ja auch. Boom, Leute. Einfach versuchen jetzt durchzurennen. Wir haben jetzt hier Raptor und zwei von den. Aber ich glaube, ein anständiger Triceratops macht den Raptor schon fertig.
Dann werden wir in der nächsten Folge. Also, wenn wir jetzt natürlich unser Haus haben und da Wände, dann können uns die Terrorbots auch nicht mehr. Und bis dahin sind wir halt sowas wie Kanten, oder? Ich ganz ehrlich. Keine Chance. Ihr seht ja, die. Ich hätte jetzt ja noch nicht mal irgendwas auspacken wollt für. Strohtürrahmen muss man lernen. Hab ich doch. Was hat noch gefehlt? Holzspann. Okay. Dann halt beim nächsten Level ab. Dann können wir jetzt schon mal auch direkt alles aus Holz bauen. Müssen wir jetzt gar nicht mehr Stroh bauen. Wir bauen jetzt zwar das Stroh da noch hin, was wir drin hatten, aber alles, was jetzt neu ist, bauen wir jetzt aus Holz. Dann wir uns schön unsere Holzhütte machen. Wenn ich dann. Jawohl, er ist tot, er ist tot. Wenn nämlich dann irgendwas Größeres kommt, so ein Kanu oder so, durch Holz kommt er nicht durch. Bei Stroh käme er durch. Frisst sich dadurch. Manchmal backen auch die Köpfe einfach so durch die Wand. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aber das ist alles was. Und hier sind einfach mal schwebende Bäume. Das gibt es nur auf dieser Insel. Achso, ja, bei der Base. Leichter zu finden wie im Gebüschbäumen. Terrorbird ist direkt davor. Geh doch mal weg da. Also wenn das jetzt nicht funktioniert. Ich meine, diese Vögel hier werden immer mehr. Dann werden wir das einfach jetzt woanders aufbauen. Nee, weil wir haben noch keine Chance, die zu besiegen. Wir werden uns einfach jetzt wollen. Und zwar. Ich würde schon gern hier in der Zone bleiben. Hier. Gucken wir mal, wie es jetzt hier aussieht. Kommt direkt ein Oberraptor auf uns zu. Schön. Da ist Pronto. Hier ist aber noch keine Stelle, wo ich Base ordentlich aufziehen könnte. Deshalb rennen wir unsere Sachen kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Da sind drei von denen. Wir haben noch nicht mal einen besiegt. Macht aber auch nichts, weil wir ja dadurch jetzt wieder sagen. Level. Es soll ja immer das Beste so einfach rausziehen aus der schlechten Lage und nehmen es einfach als Level. Hat er einen Stein gezogen? Ja. Jetzt 5-mal Stein. Diesmal laufen wir weiter runter. Gell? Letzte in so eine Sandkuhle, ich sag mal in so eine Sandbank, die dann Rauch. Egal wo du bist, es sind überall diese Drecksviecher. Also diese Folge nennt dann Location Suche. Was super klappt. Wir haben immer noch minimal uns aufgebaut. Ich laufe mal genau den Weg zurück, wo man herkam. Weil ich möchte nicht gegen zwei Katzen. Zwei Katzen sind noch ekelhafter als die anderen drei von vorher. Hier könnte man sich theoretisch auch von Steine weghacken.
will auch nicht wieder so weit da hoch in die Ecke laufen, wie herkommt. Sind wir ja wieder gleich da oben bei denen. Müssen wir wieder die Raptoren. Ja. Oviraptoren. Die Herrobbe. Der Oviraptor lief da. Und dann will ich relativ schnell auch unseren ersten Raptor nehmen. Weil ein Raptor, ich sag mal, relativ schwach ist, aber gut zu sein. Ich meine, er hat wenig Leben, aber er hat großen Damage. So jetzt gerade am Anfang, er dann schon mal die kleinen Viecher ab, dann macht man dann so ein schönes High-Level draus. Sollte der in der Lage sein, zu retten. Habe dich gesehen, du kleiner Dilopo-Scheiße. Hier so schief, hier können wir uns auch nicht aufbauen. Wird recht dunkel. Ich habe nicht mal ein Feuer. Ich bin jetzt gerade nur am Rumrennen. Nein! Wir sterben jetzt langsam, weil wir kein Wasser haben. Wir verdurchen. Lustigerweise kann man bei dem Spiel hier einfach mal mehr Wasser trinken. Egal wie salzig es ist. Bei dem Pieder rechts muss man aufpassen, da springt ein an. Die sind sehr anhänglich, sagt man. Und hier vorne kommt. Also hier gefällt mir echt gut. Ich so diese Sandpule hier. Genau so eine Sandpule, wie ich wollte. Da vorne fängt, glaube ich, der Sumpf. Mich die Karte richtig in Erinnerung habe, wenn nichts geändert wurde. Müssen wir jetzt mal so ein gerades Stück suchen. Ah, ihr kleinen Lystosaurier. Die sind sogar geboostet. Männchen und Fräuchen. Fräulein. Fräuchen. Bauen wir uns hier ab, so relativ nah am Wasser. Da hinten jagen die Lophosaurier. Die Lophosaurier sollten relativ schnell mit einer Base von uns fernhalten können. Das wäre jetzt hier so ein bisschen vorkommen. Bauen aber dann jetzt direkt auch aus Stein, also nicht mehr aus Stroh. Soll ich schon zeigen. Erstmal müssen wir jetzt noch nicht Waffen bauen. Also, beziehungsweise. Hält Feuerstein. Wie? Hä? Kann ich den kleinen Stein da nicht starten? In der nächsten Folge werden wir dann wieder sammeln gehen, aber diesmal Holz. Daraus werden wir dann unsere kleine Base machen. Ich denke mal so 15 auf 10, 15, 13 lang. Sollte für den Anfang schicken. Und ich hoffe, euch gefällt das Let's Play genauso wie mir. Wir sind zwar zweimal gestorben, aber konnten wir jetzt relativ wenig für. Gerade am Anfang ist es normal, da hatten wir keine Chance, ging gar nicht. Da heißt nur fressen oder gefressen werden. Jetzt nochmal Level Up, das machen wir jetzt mal zum Schluss. Und wir gucken mal, wie viele Foundations wir jetzt rausbekommen. Holz Foundations sind relativ teuer. So vom Anfang her. Holz. Holzfundament. Grasbild. Toll. Konnten wir schon mal gar nichts bauen. Machen wir nochmal Gewicht drauf, damit wir uns bewegen können. Hier einen Holztürraum können wir jetzt endlich auch bauen. Eine Holztür. Holztür.
Fallrahmen. Also, wir haben richtig viele Sachen, die wir hier craften können und die wir brauchen werden. Was gefehlt? Faser. Genau. Und jetzt hier am Anfang, wenn wir noch zusammen alles zusammen craften, später werde ich auch mal allein so 1000 Holz oder sowas craften, damit wir so in der Folge eigentlich direkt dann anfangen können zu bauen. Nicht dann immer noch weiter craften, das ist die ganze Folge. 3 Stück. Jawohl. Wenn das jetzt fertig ist, sage ich dann vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und das nächste Level Up machen wir auch noch. Schade. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Das Spiel wird mega Spaß machen. Wird jetzt am Anfang natürlich mit den Bauern ein bisschen, sag mal, langweilig sein. Der eine oder andere, der Action haben will. Andere finden das Bauen natürlich cool. Wir werden natürlich jetzt keinen viereckigen Kasten bauen, sondern versucht ein bisschen auch unseren eigenen Style da reinzumachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt Anregungen geben, was wir genau bauen sollen, was wir zähmen können, sollen vor allem. Ich werde zwar jetzt nicht am Anfang den T-Rex zähmen können, aber schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.